Ah ja. Das ist das Stück, was wir da oben gesehen haben. Aber dann gehen wir erstmal hier balancieren. Hey, yo, Captain Jack. Hey, schießt du auf mich, Digga? Oder schießt du auf dich? So, nur mal kurz die Lage checken. Okay. Gehen wir erstmal in die Höhle. Spät ist es auch nicht. Ah ja, geht ja noch. Hacken. Eine Jägerhose. Das schaffe ich doch nicht. Ja, ne? Könnte man eigentlich die ganze Zeit nur so gemütlich durchschlendern. Oh! Digga! Digga! Wow! Selbst bevor sie beschädigt wurde, wäre sie hier nie im Leben angekommen. Zu Crees Zeiten musste man sich natürlich nicht mit dem Imperium rumschlagen. Ich würde viel für einen Blick in diese Galaxis geben. Na ihr. Samen. Ich beiße nicht. Versprochen. Nur die Ruhe. Es sei denn, du bezahlst mich dafür. Erstmal raus und hier hinten. Nur die Ruhe. Ich bin ein Freund. Ach, Mutter aller Monde. Sagen sie alle. Da bin ich ja beruhigt. Ich tauge im Kampf nämlich nicht viel. Ich bin hier, um mir diese unglaubliche Struktur aus der Zeit der Hohen Republik anzusehen. Hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Feldtagebuch wilde Tiere abwehren muss. Oder dass du Bauchrednerin bist. Entschuldige das bitte. Ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Ich bin übrigens Thor. Ich bin Kerl. Das ist BD-1. Das Imperium wird nicht begeistert sein, die Bauchrednerin, wenn es dich hier draußen findet. Warum gehst du nicht zur Reach zurück? Ich denke, das werde ich tun. Thor. Wie man spricht. Oh, jo. Bist ein Jedi. Heul doch nicht wegen so ein bisschen Feuer. Hübsch. Gute Leistung. Ach ja. Aha. Michel vor, noch ein Toa. Da ist noch ein Toa. Dann gehen wir erstmal gucken. Speicherpunkt. Vielleicht sogar ein bisschen Loot. Ach nee, das ist die Abkürzung. Ja komm, dann holen wir uns eben schnell den Fertigkeitspunkt. Was ein Umweg. Naja, ist egal. So. Fähigkeiten. So, wir könnten aber auch mal wieder auf die Macht gehen, ne? Macht Sinn. Wortwitz. Verlängert. Kell regeneriert mehr Macht, wenn ein Gegner besiegt. Ja.
Brauchen wir zwei dafür. Das haben wir schon. Der ist frei. Drücke RT und Y, um Schub einem weiten Bereich einzusetzen, sodass mehrere Gegner ins Wanken geraten. Ja. Klingt doch nett. Man muss sich die ganzen Tastenkombinationen nur merken. Und da bin ich halt jemand, alles okay, der sich sowas gar nicht merken kann. Aber wir gucken mal. Hast du gesehen, worauf sie geschossen haben? Ein Spionagedroiden. Irgendjemand interessiert sich für diese Gegend. Vielleicht sind es die Raiders? Jetzt sind wir aber echt bei Fallout angelandet. Angelandet? Oder angelangt? Weg. Jemand zu Hause? Wir besser nicht wie der hier. Yeti. Nee, nicht Yeti. Bigfoot. Komm mal her, du Mädchen. Ich mach dich platt, Alter. Mal fragen. Was ist mit dir, hä? Zack. Die sehen eigentlich ein bisschen aus wie die, hießen die Morlocks? Sehr gut. Bei, die Zeitmaschine. Ihr wisst, was ich meine. Es sei denn, ihr seid jung. Dann wisst ihr es nicht. Okay. Oh. Zum Glück kenne ich mich aus. Wie in meiner Westentasche. Können wir erstmal hier gucken. Ja, aber schön. Die Anlage hier, ist ne? Gleich da. Erst müssen wir im Wald an Imperialen und wilden Tieren vorbei. Bleib da und flieg mich dahin. Oh, Jukebox? Nee. Was haben wir denn hier? Blaues Meth. Da freut sich der kleine Stinker. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich bin versucht, hier rüber zu springen. Naja, scheint nichts zu sein, dann falle ich hier runter. Okay. Tun wir es nicht. Tür. Keine Tür. Oh, was schön. Was kostet hier kalt? Ah, guck mal hier. Können wir mal eben speichern. Das ist auch schon lange nicht mehr. Dann haben wir auch volle Energy. Nachdem wir sie jetzt erhöht haben. Beautiful. Wie ist denn jetzt gelandet? Okay.
dieses Terminal wird warten müssen. Ich höre Geräusche, die ein bisschen nach Ärger klingen. Wie kein Loot. Hey Leute. Oh, da geht's hoch. Rufen wir den mal. Die Steuerung muss woanders sein. Ah. Ist es vielleicht die? Nee, die ist es nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder klettern, würde ich mal annehmen. Wo klettern wir denn hin? Am liebsten hoch, ne? Gut, unterwegs abspringen. Ist ja nichts. Okay. Hat sich auch nichts versteckt, ne? Bei den Basaltsteinen. Schon okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Na, das geht definitiv nicht. Okay. Hier irgendwo hin? Nope. Oh. Das meinte Zeus mit Rätsel. Bisschen anspruchsvoller wie vorher. Ah. Was haben wir denn da? Oh. Oh, erschreck mich doch nicht so. Komme ich da hoch? Sicher. Sicher nicht. Kann ich hier die Kabel? Wow. Zum Glück kann er schweben. Oder jetzt so eine Kraft, dass er mit einem Bein stehen kann. Sich halten kann. Okay. Also auf jeden Fall da hoch. Gucken, ob es noch einen leichteren Weg gibt. Ich glaube nicht, nee. Gut. Dann. Alter. Do it. Just fucking do it. So nicht. Uah! Alter! What the hell? Habt ihr das gesehen? Hey. Bisschen glitchy hier, bisschen buggy. Dann. Kann ich da nicht? Sowas hier. Und sowas. Nein. Okay. Licht. Oh, ein Fels. Kann ich vielleicht von dem Felsen weiter? Nee. Festhalten kann ich mich hier aber auch nicht, ne? Komm, ich probier's mal. Nee, geht nicht. Ja, man muss es ja probieren. Okay, warte. Kann man das in sich drehen? Ich glaube nicht. Was ist denn hier so los? Ah,
Da ist eine Öffnung, da muss ich was reintun. Was muss ich da reintun? Was kann ich nehmen? Ich brauche irgendwas. Was nicht? Die Kisten? Nee. Hier so eine Batterie. Das Ding. Nee. Okay, okay. Also ich vermute, dass ich da irgendwas reinschmeißen muss. Ich muss nur herausfinden, was. Und wie ich es dahin transportiere. Wenn ich hier jetzt nochmal zurückfahre. Bringt mir das auch nicht viel, oder? Warte mal. So, Richtungswechsel war so. Nee, okay. Hätte sein können, dass man den Sprung vielleicht doch schafft. Hätte, hätte, Fahrradkette. Nee. Reicht auch nicht. Lag da unten irgendwas? Nee, ne? Hallo. Warum? Hier was zum Reinschmeißen? Nein. Heidenei. Guck mal, da oben ist es was zum Verbiegen? Vielleicht. Nochmal. Das ist was, wo man klettern könnte, wenn man da hochkommen würde. So, aber wisst ihr, was wir machen? Ich habe nämlich Wasser. Ich habe nämlich gerade mal aus Versehen auf die Uhr geguckt. Was bedeuten würde. It's time. So, komm, speichern wir hier nochmal eben.